glaube eher, dass die auf Verstärkung waren. Jetzt können wir endlich ja Shops ausrauben gehen eigentlich. Wollt ihr jetzt? Jungs, bleibt doch mal stehen. Oh, Nichols. Ich will euch was sagen. Was ist los? Du bist. Könnt ihr jemand anderen ans Steuer lassen? Jungs, bleib stehen! Es rollt gut! Es rollt gut! Du hattest deine Chance. Du bist einfach scheiße im Fahren. Ja, okay, dann fahr ich weiter. Safe, 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 safe. Kommen die mit Blaulicht angerast, oder? Nö. Muss nicht sein. Und es sind noch so viele verschiedene Autos, es kann alles sein. Alles, alles. Es gibt Jugulas, es gibt Dings, Buffalos. Wie heißen die? Buffalos. Also, was ist das da vorne? Wo? Da vor uns. Oh. Sind das die? Ich glaube, das ist Aaron, oder? Ja, das ist ein Sieg. Ja. Sicher? Ich glaube eher, dass die auf Verstärkung waren. Glaube ich auch, dass die auf Verstärkung warten. Ja. Ja, dann. Nee, warte. Ja, 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 ja. Komm raus. Geh weg. Wir sollen fahren, wir sollen fahren, wir sollen fahren. Na, habt ihr mal Lust auszusteigen? Ja, bestimmt haben wir das. Okay. Einmal rum, Block. Links. Wir verfolgen dich nicht. War alles gut bei dir? Ein wunderschön. Er ist neu. Er weiß nicht, dass es Autos gibt, die undercover sind. Oh, das ist ja. Hallo. Hab ich ihm auch gerade erklärt. Oh. Hi, wunderschön. Guten Tag. Einmal bitte die Hände über den Kopf nehmen. Dankeschön. Warum denn? Ja, was hast du denn da drin gemacht? Also, mein Lieber, das zu deiner Linken ist Aaron, CTF. Gerne mit reinkommen. So eine Art Gang-Unit. Was anderes ist Young, auch CTF, Gang-Unit. Hi. Hallo. Alles klar, gehen wir mal rein. Schauen wir, was drin ist. Sind beide eigentlich voll korrekt. Wartet ihr eigentlich frei hinterher? Warum eigentlich nicht? Nee, Quatsch, dachten wir echt nicht. Er war dumm. Er dachte, wir werden Hops genommen. Er ist dumm. Er dachte, was? Ja, das Wagen sieht ja, weil ihr so rückwärts rangefahren seid und so, dann ist er halt losgefahren. Ja, ich hab doch vorhin nicht gesagt, Mahlzeit. Nee, das klang schon gänglich. Sag doch mal was dazu, Mahmoud. Ja, keine Ahnung, ich bin neu. Ich hab gedacht, wir werden jetzt von irgendeiner Gang Hops genommen. Oder? Hörst du das? Hörst du schon seinen Ton? Du hörst schon das. Gang ist ja bei uns drin, ne? G-Unit? Hops genommen von der G-Unit. Oh. Können wir trotzdem so eine kleine Verfolgungsjagd machen? Möchtest du es wirklich? Ja. Ich fahre, ne? Okay. Ich ist eine Warnung oder eine Drohung? Also, gerne. Bis jetzt gab es keinen Fahrer, der vor mir wegkam, also gerne. Wieso kriege ich dann die als erstes? Voll unfair. Und dann auch im schnellsten Fahrzeug. Oh nein! Sollen wir vielleicht vorher noch umsatteln, so auf einen Trecker oder so? Trecker mag ich. Ich auch. Ich have one Hamburger Fairmaster. Kassierer eklig. Wieso hast du da gemacht? Sag mal. Hat dich angekratzt? Der ist eklig, der Kassierer. Ey, der ist betrunken, hat sich eingepisst. Absolut ekelhaft. Ja. Warum? Hey, klingt doch einen ganz normalen Samstagnachmittag, also. Es ist Mittwoch. Aber das ist nicht Samstag. Ja und? Ja, ist es nicht schon Donnerstag? Mittwoch. Ja, Mensch, und jetzt? Jetzt können wir endlich ja Shops ausrauben gehen, eigentlich. Ja, der Typ, was? Hat er sauber gemacht, wenn er sich eingepinkelt hat? Habt ihr ihm geholfen? Warum hast du ihn nicht angerufen? Ich hab den aus dem Dienst geschickt. Nee, ich hab gesagt, ich soll aus dem Dienst gehen, meine Kollegin. Ja, ich hab gesagt, ich ruf das FAB, wenn er dann noch einmal ist, dann ist er den Schuh auch Pilot, gell? Meine Güte. Ja, jetzt ist da keiner drin, oder was? Ja, check, sie können schon abziehen. Ist Code 4. Also, Jan? Der Fahrer von dem Jugo, hätte gerne 10-10 mit uns. Oh, warte, ich will mich halt auch nicht sehen, aber ich muss jetzt wirklich außer Dienst. Es ist Ach, jetzt willst du auch noch außer Dienst? Ja, okay. Wenn ihr pittet, ja, darf also ich auch. Mich schon mal, also ich will mich schon... Nee. Womit soll ich denn pitten? Wenn da ein Kratzer oder so drin ist. Keine Ahnung. Merkst du selber, ne? Siehst du da einen Bullenfänger? Nö. Mhm. Okay. Dann fahren wir jetzt zum PD, dann gehst du jetzt außer Dienst. Komm. Viel Spaß. Guck, das heißt, die geht jetzt außer Dienst. Obwohl ich mich halt noch bei der 10-10 oder so sehen würde. Ich geh nicht außer Dienst. Wieso? Ist doch Mittagspause oder zum nicht? Zum nächsten. Nein, bevor die den rauslässt, zum nächsten. Wo ist der nächste? Wirklich ein Horn, ne? Nee, andere Seite. Fahr, Mirror Park. Oh ja, Mirror Park. Wollt ihr jetzt?
komm raus! Horti, komm raus! Komm, let's go! Oh Leute, einmal stehen bleiben! Warte, Taktik. Jungs, bleibt doch mal stehen! Oh, Nichols. Wir haben eine Bock auf euch, das darf ich mal bitte! Warte, ich will euch was sagen. Ich muss los. Du Digga, die sind schneller als deiner, ne? Nur, dass du das weißt. Ich fahr auch extra langsam, okay? Los. Die fährt extra langsam. Lass die versuchen, die sollen nicht unterschätzen. Oh. Sind schon zwei. Du musst unbedingt anfangen abzubiegen. Bei ihr ist jetzt Nichols. Ey. Ja, so normal mit auf Straßen abhauen und ist nicht. Du musst richtig irgendwelche krassen Wege fahren. Yeah. Irgendwelche Gassen und in den Gassen hoffen, dass sie stecken bleiben und so. Anders kommst du hier nicht weg. Ach so. Die sind alle gute Fahrer. Und für uns sei denn gut. Also du kommst halt safe gleich in den Knast, ne? Das weißt du. Kannst auch nichts mehr gegen tun, also. Dann ist es so. Ui! Gott, war das schlecht. Hallo, einmal stehen bleiben bitte, die Polizei. Ey, nein. Ich weiß, dass das die Polizei ist, das steht doch auf deren Autos. Was ist denn da, Untergrund? Ja, man muss das sagen, je öfter er das sagt, umso heftiger rammt er dich. Lass mich doch mal warm werden. Du bist schon echt ein schlechter Fahrer. Ja, lass mich mal warm werden. Alles gut. Ihr habt ja nichts zu befürchten, so. Weil ich könnte jemand anderen ans Steuer lassen. Hä? Ja, ich hab doch Spaß haben. Ist doch in Ordnung so. Passt doch. Weißt du, ob wir das Spaß machen könnten? Halten an und wechseln echt die Fahrer. Okay. Ja. Das wäre echt funny. Wollen wir machen? Ja. Halten an und wechseln den Fahrer. Wollen wir anhalten und wir beide tauschen? Okay. Nein, da musst du aber weiter weg sein. Ja, die hat doch Fahrerwechsel. Fahrerwechsel. Bleibt mal im Abstand. Fahrerwechsel. Stehen bleiben. Du hattest deine Chance. Du wolltest einfach Scheiße im Fahren. Ja, okay, dann fahr ich weiter. Guck mal, ich nehm sogar die Kurven besser. Danke. Hey, nein, Bob Brandon, mach doch nicht den Wagen und fahr jetzt! Fahr jetzt! Ja, fahr doch! Oh. Ja, der kriegt mich trotzdem. Hä? Weil er ist schlecht. Hä? Schlechter als ich. Fahr links durch, Benny ist durch. Na, ist zu spät. Muss aufpassen. Der Jugula fährt scheiße. Ich brauch so jetzt viel. Haben wir schon drei hinter uns. Ja, die haben doch Bock, also nein. Caps ist verboten. Es wird nur immer schlimmer für dich. Gegenverkehr und sowas schreiben die auch mit rein. Jungs, es hat keinen Sinn, bleibt doch stehen. Stehen bleiben. Nö, keine Ahnung. Ja, hör auf, Mann. Was machen wir? Ich krieg die Strafe. Ich seh Mahmoud schon in Herbst, Alter. Zweiter Tag direkt Knast. Das Ding ist, mit mir rumhängen ist richtig präventiv. Also, du mit mir rumhängen, du landest immer im Knast, weil ich selber nicht daran bin. Ich weiß doch, ich kenn dich. Ja, stimmt. Ja, Moro, komm. Jetzt haben wir dich. Polizei! Oh, das war gut. Das war gut, Digga. Sehr war geil. Das war ein Top-Move, Alter. Ich hab die Autos gar nicht hinter mir gesehen, das war daneben.
Jungs, bleibt stehen! Es räumt gut! $1000! Ihr wollt das Schwert pro Kilometer, den ihr weiterfahrt. $1000 pro Kilometer. $1000. Kriegen wir? Ja, okay. Alter. Oh, darauf beruhen wir auch. Er hat gesagt, wir kriegen $1000 pro jeden Kilometer, den wir weitermachen. Das auch, wenn ich rückwärts fahre? Soll ich mal Taxameter anhauen? Ja, bitte. Aus Prinzip. Rahmen die nicht zu oft, ne? Denk dran, noch geht das klar. Oh. Ey. Schafft er das noch, denkt ihr? Ja, wir haben das ist ein Kofferraum. Au! Jungs! Okay, ja, warte, reicht, ich bleib stehen. Er kommt vom Hardcore-Server, da fährst du nicht weiter. So, hin hinter den Kopf, reicht jetzt! Nimm die Hände hinter den Kopf! Ich hab nichts gemacht, beruhig dich! Nimm sofort die Hände hinter den Kopf! Ah, Mutter, warte. Gesicht zum Fahrzeug, jetzt! Warum ist der so? Ich hab doch gar nichts gemacht. Wer kriegt der Handschellen an? Fahrzeug. Auf einen Arzt von Warum euch. Warum ist der so, Alter? Super, einmal mitkommen. Warum ist der so? Warum ist der so? Festgenommen, weiter Gesicht zum Fahrzeug. Bitte keine Handschellen. Ich hab nicht gebettet. So, dann machen wir das einfach nur ganz leicht, dann machen wir die Handschellen vorne rum, ja? Einmal zu mir drehen. Aua. Dann machen wir die Handschellen vorne rum fest. Warum ist der jetzt so? So, ich lass dir einmal zu den Kollegen nach vorne gehen. Alles klar. So, sitzt einer auf dem hinteren Sitz. Ja, ne? Hintere Beifahrerseite aussteigen. Einmal dein Ausweis. Wenn du von deinem Kommandantenfilm runterkommst, mach ich das gerne. So, Messer aus der Hand. Führerschein geht auch. Ich Messer. Messer aus der Hand. Hörst du schwer? So, er hat kein Messer in der Hand. Super, dann dreh dich einmal wieder um. Hände hinter den Kopf. Sonderlich gut war das nicht. Ja. Wir haben auch einfach mal festgenommen. Einmal links, einmal rechts. Einmal hinten zu den Kollegen gehen. Super, toll. So, der hinten. Einmal aussteigen. Ah, wen haben wir denn da? Ja, man kennt sich. Man kennt sich. So, ich nehm dich auch mal fest, ja? Ja, klar. Du hast Tür kaputt gemacht. So, man weiß ja nicht. Hat einer mit Ihnen geredet? Einmal bitte hinten zu den Kollegen. Wer? Du! Ich meine, wer hat da hinten zu den Kollegen. Der ist neu. Ja, wenn der Pech beim Denken hat. Muss ihn knüppeln. So, bitte? Musst du ihn knüppeln, sag ich. So, aber nicht. Ja. So, magst du auch mal darüber gehen? Na klar. Dankeschön. Naja, mach mal. Alles klar. So. Oh, Brandon. Was gibt das denn, wenn es hier fertig ist? Nicht ein Actionfilm. Ja. Ein Actionfilm. Der war doch. Wir haben schon mitbekommen, dass sie den Jugendlader eben volle Pulle gegen eine Laterne gesetzt haben. Welchen? Ja, das ist ja noch stehen geblieben. Man hat sie mehrfach gepittet. Sie sind da hinten gegen einen massiven Laternenpfeiler gefahren. Ja, der Mutter hat ja auch gekocht, deswegen ist er ja stehen geblieben. Ja, deswegen bin ich ja auch stehen geblieben am Ende. Ach so! Und dass man sie beim Hinterrad erwischt hat, interessiert sie nicht. Eine Drehung packt der Hast du den Ausweis schon von dem Herrn in Polunder? Fick dich. Das ist Steiner. Meinst du den mit dem Huter? Ja, ach, das ist der Frank Steiner. Ja. Brandon, hast du ungefähr eine Vorstellung jetzt? So. Du hast doch gesagt, ich komme jetzt mindestens 12 Stunden rein. Ich weiß nicht, wer hat was gesagt? Dann niemand. Wie viele Kilometer sind wir jetzt gefahren? Wie viele? Ja, hier. Ja, weiß ich doch nicht. Hab mal ein bisschen genau. Ich bin irgendwo dazugekommen. Alles gut, hier. Ihr wolltet, so wie ich das jetzt mit den Gesprächen verstanden habe, wolltet ihr testen, ob du gut fahren kannst? Nein, Herr, das war Zufall, dass ich gefahren bin. Also wenn das ein Test, ja. Unsere guten Fahrer sind Pussys leider, die gehen dann immer schlafen und so. Wenn das ein Test sein sollte, ja? Ob du gut fahren kannst, gebe ich dir einen Tipp, fahr nie wieder. Okay. Ich habe nicht mal richtig Gas gegeben. Das wäre, als wenn ich normal durch die Stadt fahre. Ja, aber ich habe Vollgas gegeben. Ja, ich nicht. Nee. Also ich glaube sogar einmal, ich, der echt nicht gut fährt, wäre besser gefahren tatsächlich. Ja. Könnt ihr einmal Auge zumachen so? Oder zwei Augen. Frank, bau keine Scheiße, ansonsten kommst du deine Leute nicht aus dem Laden raus, holen die den Automaten. Ich guck mal, was ne? Ja, ich mach gar nichts böse. Ich hab noch gar nichts. Du sitzt immer in so einem Auto drin. Das ist Zufall.
Ja, das ist Zufall. Das ist Ei aus dem Konsum. Ich wünsche einen schönen Tag. Ja, rein, Digga. Wir machen einen Deal, ja? Ja. Yeah. Wir nehmen nur den Herren hier mit. Ihr anderen dürft alle sofort gehen. Ja. Wenn der nie wieder fährt. Also, wenn ich in einem Auto sitze, wird er nie wieder drin fahren. Alles klar. Dann komm du mit. Okay, komm mit. Ja, tschüss, Brandon. Schönes Leben noch. Hä, warum? Unfair. Was machen wir mit der Karre? So. Machst du immer, ich setz mich schon mal rein. Darf ich fahren? Lass mich mal irgendwie weg. Ich pass auf, ich besorge ein Auto, ihr seht zu, dass der wegkommt. Okay. Entschuldigung. Ja, bitte. Wer sind Sie, Sir? Wer soll ich sein? Nee, einfach so. Wer sind Sie, Sir? Achso, ich bin Alejandro. Alejandro, gehörst du zu irgendjemandem? Nee, leider nicht. Hast du vielleicht die Möglichkeit, mich kurz abzusetzen, Alejandro? Natürlich, gerne doch. Das wäre sehr nett. Oh. Ja, bitte. Magst du aufmachen? Na klar. Geil. Wo kommst du her? Achso, keine Ahnung, also ich komme aus dem Mirror Park. Ja, was war die Frage? Aus dem Park? Die Frage erstmal. Achso, ich muss zur Tankstelle, wo ich wohne, in die Richtung. Alejandro, ja, wie lange bist du schon hier, Alejandro? Anfang des Jahres circa. Hm. Und du? Auch schon lange. Aber auch nicht viel länger. Ich glaube September, Ende des. Ja, September letztes Jahr. Ah, nicht schlecht. Alejandro. Okay. Ja. Noch nie gesehen. Was machst du so? Leider aktuell nichts tatsächlich. Also einfach nur in den Tag leben, sagen wir es so. Echt? Warum? Wie kommt es dazu? Ja. Gute Frage. Nichts zu tun. Wie sagst du ein Jugular mit Nuller-Kennzeichen? Warum nicht? Ich hab das Gefühl, du bist jemand, den ich kenne, der sich verkleidet. Nein. Echt nicht? Nee, wirklich nicht. Kennst du vielleicht einen Kollegen von mir, aber mich wahrscheinlich nicht. Bex. Michael. Weiß ich nicht, aber du kommst mir echt bekannt vor. Okay. Ja? Ja genau, hier muss ich hin. Ja. Okay. Danke dir, Alejandro. Ja, gerne. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Toto, ich dir auch. Hä? Wer war das? Hä? Das war ja voll weird. Der klang wie Alex mit einer anderen Stimme. Aber Alex ist im Gesicht tätowiert. Nein, aber Alex ist auch nicht so dunkel, oder? Wo bist du?